Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch hier zum Wetter an diesem Samstag mal wieder aus meinem Auto. Hatten wir lange nicht mehr. Die erste Front ist durch. Es ist Gott sei Dank doch alles nicht so wild gewesen, wie es in den Modellen war und auch persönlich, wie ich damit gerechnet hatte. So eine markante Kaltfront habe ich schon mal anders erlebt. Also deutlich ruppiger, aber Gott sei Dank, ganz so viel ist ja nicht passiert. Es ist zwar für meine Empfinden ziemlich frisch geworden danach, aber mehr halt auch nicht. Jetzt aktuell und auch noch so bis zur Mittagszeit ist es vielerorts noch mal einigermaßen freundlich mit aufgelockerten Momenten. Auch Sonne ist mit dabei und dann kommen dann die Wolken wieder. Aus dem Westen verdichtet sich das Ganze und zum Abend setzt dann auch Regen ein und der intensiviert sich dann von Westen her, zieht dann in der Nacht auch weiter in den Osten. Aber nicht nur das kommt, sondern es kommt ja auch neuer Wind, neuer Sturm, vor allem in der Nacht und morgen früh im äußersten Nordwesten schon die ersten Sturmböen mit dabei. Und morgen Vormittag sind dann auch teils schwere Sturmböen bis ins Flachland dabei, so vom ostfriesischen Raum übers Emsland, Osnabrücker Land, auch Weserland und dann runter Richtung Münsterland, auch im Flachland lokal mal bis zu 90 Kilometer pro Stunde möglich. Und dann am Nachmittag beschränkt sich das meiste an Wind dann eher so über einem Streifen Eifel Richtung Brandenburg und Sachsen. Da wird es dann halt am heftigsten sein, vor allem in den exponierten Lagen. Das heißt, obenrum auf den Bergen auch mal orkanartige Böen mit dabei. Ansonsten halt ja die orkanartigen Böen bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Im Flachland, in der Mitte des Landes, beispielsweise in NRW oder auch Hessen, Thüringen, da eben auch die 80 bis 90, teils 95 Kilometer pro Stunde. Dazu halt dieser Regen und der Regen. Da kommt einiges runter, vor allem in der Westhälfte. Ne? Sind bis zu 35 Liter auf den Quadratmeter möglich bis morgen Abend. Das ist schon mal nicht wenig. Dementsprechend kriegen wir eine gute Wasserladung und vor allem auch eine gute Ladung Wind. Insgesamt ein ziemlich ungemütliches Wetter. Meidet natürlich wie immer bei solchen Geschichten den Aufenthalt im Wald. Rennt nicht unbedingt darum, wo ich was auf den Kopf fallen kann. Passiert immer wieder manchmal, leider Gottes. Also achtet da ein bisschen auf euch, auch wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Haltet das Lenkrad gut fest. Die Seitenwinde sind manchmal ziemlich fies und drücken einen richtig von der Straße. Ja, macht einfach nicht so Sachen, die man bei solchem Wetter halt draußen nicht machen sollte. Dann ist das alles ganz gut und dann geht das auch alles glimpflich aus und dann passiert auch nichts. Und dann kann man so einen Sturm beispielsweise sogar genießen. Es gibt ja bestimmt einige unter euch, die sich dann auch gerne aufs Sofa legen und dem Ganzen zuhören. In diesem Sinne, wir sehen uns vielleicht heute Abend, aber spätestens morgen wieder. Ich mache mich jetzt erstmal vom Acker. Bis dahin, ciao, ciao.